Nach anfänglichen Gewinnen ist die Wall Street dann doch zum Handelsende deutlicher unter Druck gekommen. Und das ist nicht aus heiterem Himmel passiert, könnte man sagen, sondern faktisch, ich hatte das versucht, gestern im Marktflüster nochmal zu thematisieren, ist die charttechnische Lage extrem überdehnt, ist die Sentimentlage, die Stimmungslage extrem überdehnt. Und wenn sozusagen alle schon drin sind, dann ist eben die Frage, wer soll noch kaufen? Und dann sucht man manchmal einen Grund oder vielleicht sogar einen Vorwand, um zu verkaufen, um Gewinn mitzunehmen, um Chips vom Tisch zu nehmen, und genau das ist gestern passiert, und dieser Vorwand war letztendlich die Meldung über die Schulschließung in New York. Ist das eine Überraschung? Kam das aus heiterem Himmel? Nein, kam es nicht. Es ist ja so, dass New York vorher gesagt hat, bei 3% im 7-Tages-Durchschnitt Positivquote bei Tests werden wir die Schulen schließen. Wir waren die letzten Tage so bei 2,85, 2,89. Jetzt sind wir über der 3er-Marke. Also das ist es sozusagen mit Ankündigung gewesen, und die Märkte haben sich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, New York schließt die Schulen. Ja, da müssen wir ja mal ein paar Gewinne mitnehmen. Also man sieht, das ist nicht wirklich der Grund, sondern es ist ein Auslöser. Es ist der Tropfen, der letztendlich gefehlt hat, um dann das Fass zum Überlaufen zu bringen. Seit diese Meldung kam, ging es dann nach unten. Heißt natürlich auch, naja, das wird Folgewirkungen haben. Die Eltern müssen wieder zu Hause bleiben, vor allem diejenigen, die sich den Unterricht der Kinder nicht leisten können. Jetzt die Frage eben, wie weit geht es mit diesen Lockdowns, mit diesen Shutdowns auch in den USA. Minnesota hat jetzt erstmal neue Maßnahmen ergriffen, verschiedene Bundesstaaten ergreifen neue Maßnahmen. Das ist sozusagen jetzt das Problem der Märkte oder der Zwiespalt der Märkte, sagen wir genauer, zwischen dieser euphorischen Impfstoffhoffnung, und nach wie vor ist es eine Hoffnung, wir haben ein völlig neues Verfahren, das noch nie vorher angewendet wurde an Menschen. Es ist in jeder Hinsicht zu begrüßen und die Menschen zu loben, die an einem solchen Impfstoff forschen. Gar keine Frage, und es wäre toll, wenn wir ihn haben. Allerdings ist das eben absolutes Neuland, und ich würde mir eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion darüber wünschen, dass man sozusagen früher, bis vor kurzem mindestens 5 Jahre gebraucht hat, bis irgendein Medikament zugelassen wird, irgendein Impfstoff zugelassen wird, meistens 8, 9 Jahre. Jetzt soll das in einem halben Jahr gehen, weil eben der Leidensdruck so groß ist. Geht man dafür diese Risiken ein, eine völlig neue Methodik, eben diese mRNA-Methodik hier anzuwenden, kann man diskutieren. Jedenfalls geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Überraschend fand ich gestern zum Beispiel, dass zunächst mal Bloomberg berichtet hatte, dass Pfizer jetzt eine Wirksamkeit in der Phase-3-Studie von 95% habe. Ich bin dann auf die Pfizer-Webseite gegangen, fand keine Pressemeldung. Warum? Das ist die große Frage. Erst 20 Minuten später dann die Pressemeldung von Pfizer selbst. Davor hatte offenkundig Bloomberg schon darüber berichtet. Wer hat Bloomberg darüber informiert? Normalerweise ist es so, erst kommt die Pressemeldung und dann berichten Nachrichtenagenturen. Es geht natürlich hier um sehr, sehr viel Geld. Überlegen wir mal, was passiert wäre mit der Pfizer-Aktie, mit der BioNTech-Aktie, wenn jetzt die Wirksamkeit bei 91% gewesen wäre, statt wie bei Moderna bei 94,5%, dann wäre die Aktie wahrscheinlich abgestürzt, sowohl von Pfizer als auch die von BioNTech, zumal eben die Kühlung hier sehr viel anspruchsvoller ist bei Pfizer-BioNTech. Also da geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Lasst uns hier klar sein, da geht es um massive Interessen, da geht es um Lobbyarbeit. Jetzt sitzt zum Beispiel einer der Päpste in Sachen Corona, Scott Gottlieb, sitzt natürlich im Direktorium von Pfizer. Also das sind natürlich auch Dinge, die so ein bisschen schwierig sind, die man vielleicht mal auch thematisieren sollte. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, alles völlig harmlos, was macht ihr hier für ein Theater, das ist doch gar kein Problem hier, dieses Corona. Das ist nicht der Fall, ich sehe das komplett anders. Ich gehöre auch nicht zu den Impfgegnern per se, um das auch nochmal klar zu machen. Aber das jedenfalls versuchte ich gestern klarzumachen. Und auch klarzumachen, dass eben die Märkte anfällig sind für eine Korrektur. Diese ist gekommen dann mit dieser Meldung. New York schließt seine Schulen. Und einfach um es nochmal zu illustrieren, Dow Jones jetzt mit der höchsten Price-Earnings-Ratio seit Jahrzehnten, wenn man so will. Wir haben das zuletzt gehabt im Jahr 2000 ungefähr, Dotcom-Blase. Selbst vor der Finanzkrise waren wir nicht so
teuer, was hier die Situation betrifft. Das ist, ich habe es mal gestern meiner Frau erzählt, die sich mit den Finanzmärkten nicht so beschäftigt. Habe ich gesagt, die Indizes wie zum Beispiel der Russell 2000 stehen deutlich über den Kursständen von vor der Corona-Krise. Dabei geht es den Firmen viel schlechter. Die konnten das gar nicht fassen, aber es ist eben so. Also es zeigt so ein bisschen die Absurdität, die derzeit der Fall ist. Man imaginiert eine viel bessere Zukunft für diese Firmen, die schon vor der Corona-Krise schlecht dastanden. Jetzt mit einem Impfstoff, der alles heilt, wird dann noch praktisch auch die Firmenbilanz geheilt. Oder wie stellt man sich das vor? Ist mir nicht ganz einsichtig. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich die Märkte extrem teuer sind, dass die Euphorie extrem groß ist, hier zum Beispiel bei ETFs. Und möglicherweise sind eben diese passiven Investmentgeschichten über ETFs auch verantwortlich dafür, dass eben auch Dreck mitgekauft wird sozusagen, dass also eben Indizes gekauft werden, wo ganz schwache Firmen mit drin sind. Die werden dann auch mit hochgezogen, weil eben der Index gekauft wird. Wir sehen hier zum Beispiel die Bull-Bear-Ratio bei Retail-Investoren bei ETFs. Bei sogenannten Leveraged ETFs, also gehebelten ETFs, so groß wie noch nie, absolutes Allzeithoch, Märkte können nur nach oben gehen, etc., etc. Also das ist sozusagen die Voraussetzung gewesen, dass hier mal ein bisschen Luft rausgelassen wird. Und wenn wir uns die Sektoren anschauen, hier die Grafik von Liz Saunders, die von bei Charles Schwab, dem Broker, arbeitet und jeden Tag eine solche Liste erstellt, was ich sehr hilfreich finde, gerade hier, um es mal grafisch darzustellen. Wir haben praktisch, mit Ausnahme Consumer Discretionary, alle Sektoren, 11 Sektoren in den USA im Minus gehabt und am stärksten haben wir Energie im Minus gehabt mit knapp -3%. Typisch, die großen Gewinner jetzt der letzten Tage seit der Impfstoff-Euphorie wurden jetzt eben auch mal abverkauft. Also das ist nicht ein echtes Wunder. Auch kein Wunder ist, dass natürlich jetzt diese Pensionsfonds und auch die generellen Fonds, die Mutual Funds, wie sie in den USA heißen oder im Englischen heißen, also die praktisch die ganz normalen Fonds, die eben überwiegend Aktien haben, aber eben auch Anleihen, die werden bald ihre Portfolios diversifizieren müssen, adjustieren müssen. Pension Funds müssen, wie Goldman Sachs sagt, jetzt 36 Milliarden Dollar verkaufen oder Aktien im Volumen von 36 Milliarden Dollar verkaufen zum Monatsende, viertgrößte Summe, die sich hieraus ergibt. Die Aktienfonds, die müssen, oder die Mutual Funds, die müssen ihre Relation zwischen Aktien, die ja stark gestiegen sind, damit an Wert gestiegen sind, und Anleihen adjustieren. All das dürfte dann ein bisschen schwierig werden, eben zu Anfang September. Und wir sehen hier mal in den Charts von Michael Silver von Figuring Out the Money den S&P 500. Wir sehen, dass wir hier oben ans obere Ende des Bollinger Bandes gelaufen sind, sehr, sehr viele Gaps nach wie vor noch aufhaben. Wir sehen, dass der WIX, untere Grafik hier, unterstützt war, dass wir hier also praktisch eine Supportzone hatten, dass wir oben im RSI schon überkauft sind. Noch krasser ist das beim Dow Jones und beim Russell 2000, by the way. Und hier sehen wir mal, dann sind wir dann aus diesem Trendkanal, aus diesem untergeordneten Trendkanal rausgefallen und sofort kam Druck. Jetzt sehen wir, dass der RSI im kürzeren Zeitfenster unter der 30er-Marke ist. Jetzt ist dann praktisch eine Gegenbewegung wieder zu erwarten. Man ist ein bisschen überverkauft im ganz kurzen Zeitfenster, übergeordnet. Im längeren Zeitfenster sind wir hoffnungslos übererkauft. Und denkbar ist, dass diese Gaps hier unten noch zugemacht werden, die wir hier sehen. Und das könnte man vielleicht auch motivieren. Ja, die Märkte müssen sich jetzt mit der kurzfristigen Realität auseinandersetzen. Und die heißt eben, naja, schwierig. Wir haben nach wie vor keinen Stimulus, dazu gleich mehr. In den USA auch nicht absehbar. Wir haben die Situation, dass nach wie vor eben auch das Corona-Management schwierig ist. Dazu auch gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Märkte, wie Bloomberg hier schreibt, mit der Realität eines dunklen Winters konfrontiert sind. Man hat also eine imaginierte, fernere Zukunft, Impfstoff, alles wird gut, Problem erledigt, und eine jetzt aber absehbare, nicht so schöne Zukunft. Und das ist sozusagen jetzt dieser Widerstreit an den Märkten. Man rechnet übrigens in den USA bei Thanksgiving, das ist Donnerstag nächste Woche, also genau in einer Woche, dass nur etwa die Hälfte des normalen Verkehrs stattfindet wie sonst. Die Amerikaner reisen ja zu Thanksgiving. Es wird wahrscheinlich auch etwas weniger konsumiert, so kann man davon ausgehen. Und der Grund ist natürlich diese Corona-Geschichte. Wir haben gestern jetzt gehabt 164.000 Fälle. Wir sehen also, die Zahl geht deutlich nach oben, knapp über 10% die positive Testquote. Wir sehen allerdings auch, dass jetzt gestern 1.869 Tote in den USA, höchster Wert seit Mai.
Und wir sehen auch die Hospitalisierungen auf einem neuen Hoch. Das Ganze in Deutschland, die Situation gestern 22.600 Fälle, das ist wieder ein höherer Wert. Und wir sehen das jetzt auch in Europa insgesamt, in vielen Ländern, die vorher ziemlich entspannt waren, wie Schweden und Schweiz, die Lage sich jetzt verschlechtert. Wir haben in der Schweiz jetzt die Situation, dass alle Intensivbetten belegt sind. Man hat in einigen Hinterzimmern noch ein paar Reservebetten, aber es wird jetzt langsam eng in der Schweiz. Die hatten ja viel laxere Maßnahmen. Jetzt zieht auch Schweden, wie gesagt, deutlich an und sagt, Leute, vermeidet bestimmte Besuche. Und wir sehen jetzt, dass Polen sogar einen landesweiten Lockdown überlegte nach einer Meldung. Apropos Polen, wir sehen das jetzt in dieser ganzen Diskussion mit diesen 1,8 Billionen Rettungsfonds, der hier vor allem für die Südländer eingesetzt werden soll, dass sich Polen und Ungarn nach wie vor weigern, ihre Rhetorik noch verschärft haben. Jetzt blöde Situation, die EU sagt, Rechtsstaatlichkeit, zentraler Mechanismus, können wir nicht hinter zurückgehen. Dementsprechend kann man da eigentlich nicht gewinnen, kann man nur sein Gesicht verlieren, wenn man jetzt das aufweichen würde. Und für Polen und Ungarn geht es darum zu sagen, nee, wir lassen uns hier nicht reinreden. Auf der anderen Seite sind Polen und Ungarn mit die Hauptempfänger von Geldern in der EU. Jetzt kommt der Gipfel in Brüssel. Das wird lustig, das wird ein richtiges Hauen und Stechen. Aber kommen wir nochmal zurück in die USA. Da sehen wir hier, dass der Senat sich jetzt verabschiedet hat bis nach Thanksgiving. Man kommt dann am 30. November, also der Montag dann nach Thanksgiving, kommt man wieder zurück. Dann muss man erstmal gucken, wie man den US-Haushalt weiter finanziert, denn die sogenannte Stopgap-Bill ist verabschiedet nur bis zum 11. Dezember. Das heißt, man muss dann wieder praktisch die Schuldenobergrenze nach oben ziehen, sonst läuft die ganze Geschichte nicht mehr und müsste eigentlich auch sprechen über einen Covid-Relief-Deal, also praktisch neue Hilfsmaßnahmen für die Leute. Wir sehen hier zum Beispiel unten in Dallas lange Schlangen vor Essensausgaben. Die Leute haben sprichwörtlich auf Deutsch gesagt nichts zu fressen, sitzen aber, wie hier ein Kommentator bemerkt, in schönen Pickups und SUVs, die nicht wirklich alt sind, sondern neu sind. Das bringt so diese, naja, Situation so ein bisschen auf den Punkt. Die Amerikaner haben Fett konsumiert, gönnen sich super Autos, aber haben jetzt nichts mehr zu essen. Das ist so diese Paradoxie, die in den USA nicht unverbreitet ist. Und wir haben jetzt vor allem die Situation, warum dieser Stimulus wirklich nötig wird und bald kommen muss, dass 12 Millionen Amerikaner ihre Unemployment Benefits verlieren. Diese Arbeitslosengelder in den USA sind ja befristet, meistens relativ kurz befristet, viel kürzer als in Deutschland. Das heißt, dann kommt null Kohle mehr vom Staat und dann sieht es richtig finster aus und 12 Millionen ist eine ganze Menge. Da muss also was passieren und es muss wahrscheinlich was durch die Fed passieren. Die wird jetzt wieder aktiv vielleicht. Wir sehen hier die erste Welle, Corona-Welle, Fed-Bilanz, Bums, nach oben gegangen. Jetzt die zweite Welle, Fragezeichen. Im Dezember, wie gesagt, werden EZB und Fed dann einiges tun. Wie die Realität am Boden ist, jenseits der luftigen Finanzmärkte, sehen wir bei Thyssen. Hier sehen wir, dass der Umsatz deutlich unter der Erwartung ist. Kein Raum für eine Dividende, sagt das Unternehmen. Und man wird 11.000 Stellen abbauen, viel mehr als erwartet. Das ist also sozusagen das Problem. Jetzt kommen so langsam die Schmerzen. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland auch weniger Insolvenzen jetzt im Oktober gehabt, obwohl ja sozusagen die Insolvenzantragspflicht wieder eingeführt wurde für zahlungsfähige Unternehmen. Aber das zuständige Amt in Deutschland hat gesagt, ja, wir zählen nur die praktische Eröffnungen von Insolvenzverfahren, nicht die Anträge von Insolvenzverfahren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wohl ein leichtes, einen Insolvenzantrag zu zählen. Aber nein, das geht nicht, sondern man zählt nur dann, wenn ein Verfahren eröffnet ist, also ein Insolvenzverwalter wirklich konkret seine Aufgabe beginnt bei einem insolventen Unternehmen. Das ist so ein bisschen die Schizophrenie. Wir werden massiv steigende Insolvenzen in Deutschland sehen. Wir sehen es nur noch nicht in den Zahlen. Und wir haben jetzt auch noch das liebe Brexit-Thema. Hier hat die EU gesagt, ja, bereitet uns, wir müssen uns jetzt strenger vorbereiten auf einen No-Deal. Es gab zuletzt sehr viel Hoffnung in Sachen Brexit, aber das wird jetzt unwahrscheinlicher. Ja, und das ist sozusagen der 100% Impfstoff. Ich hatte gestern dazu einiges gesagt. Gegen Kursverluste, wie weit wird dieser Impfstoff jetzt gehen? Wir werden mal sehen, wie die Reaktion ist. Kurzfristig sind wir etwas überverkauft. Ein Rückschnapper ein bisschen nach oben dürfte dadurch möglich sein, aber übergeordnet müssen wir wahrscheinlich weiter korrigieren. Meine Schätzung vom Hoch 5-10%. Ich hatte das gestern bereits gesagt und wünsche jetzt einen wunderbaren Start, meine Damen und Herren, in diesen Handelstag. Man sagt Servus und Ciao.